Joe Linton rettet TSG-Punkt gegen Lyonnais. Ein Last-Minute-Treffer von Joe Linton hat die TSG Hoffenheim vor der nächsten Pleite in der Champions League bewahrt. Drei kapitale Abwehraussetzer kosteten den Bundesligisten gegen Olympique Lyon aber den dringend benötigten Premierensieg in der Königsklasse. Hoffenheim kam am dritten Spieltag gegen die Franzosen zu einem 3:3, 1:1, wohl zu wenig im Kampf um das Achtelfinale. Bertrand Traoré, 26. Tanguy Ndombele, 59. und Memphis Depay, 69. trafen für Lyon. Der kroatische Vize-Weltmeister Andrej Kramarik, 32. und 47. und Joe Linton, 90. Zwei waren für die TSG erfolgreich. In der nächsten Europacup-Partie müssen die Hoffenheimer in zwei Wochen zum Rückspiel in Lyon antreten. In der Bundesliga kommt am Samstag der VfB Stuttgart zum baden-württembergischen Derby in den Kraichgau. Ein Sieg ist realistisch, wir sind gut drauf. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, hatte TSG-Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie gesagt. Doch die 24.500 Zuschauer in der Rhein-Neckar-Arena sahen einen nervösen Beginn der Gastgeber. Nach vorne ging kaum etwas, die Abwehr war wackelig. Traoré hätte den Tabellenfünften der Liga einer, bei dem der verletzte Weltmeister Nabil Fekir fehlte, in der 3. Minute eigentlich in Führung bringen müssen. Nagelsmann verzichtete zunächst auf seinen Senkrechtstarter Reiss Nelson, der bei der Generalprobe am Samstag beim 1. FC Nürnberg 3:1 zwei Tore erzielt hatte. Seine Leistung war gut, zum Gegner passt die Konstellation nicht ideal, begründete der Coach bei Sky seine Entscheidung. Nach einer Viertelstunde legten die Hoffenheimer, die ohne die Langzeitverletzten Benjamin Hübner, Dennis Geiger und Nadim Amiri sowie den angeschlagenen Leonardo Bittencourt auskommen mussten, ihren Respekt vor den Franzosen ab. Aishek Belfodil, früher in Diensten Lines, vergab die erste gute Chance der Kraichgauer. 20. Sechs Minuten später leistete sich Kapitän und Abwehrchef Kevin Vogt einen katastrophalen Fehler. Traoré ließ sich nicht zweimal bitten und brachte die Gäste in Führung. Die Hoffenheimer waren durch den Lapsus Vogts nur kurz geschockt. Kramarik sorgte für den raschen Ausgleich. Nach dem Treffer machte die TSG mächtig Druck, der zweite Treffer lag in der Luft. Belfodil konnte die nächste gute Gelegenheit nicht nutzen. 38. Fünf Minuten später konnte Adam Schalay eine Hereingabe von Pavel Kader-Abek nicht verwerten. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur zwei Minuten, dann war erneut Kramarik zur Stelle. Im Anschluss vergaben Kerem Demirbay, 54. und Kader-Abek, 57. die Chancen auf das dritte Tor. Das rächte sich postwendend. Beim Treffer in Ndombeles aus spitzem Winkel sah Hoffenheims Torwart Oliver Baumann ganz schlecht aus. Kurz darauf macht Verteidiger Kevin Akpoguma keine gute Figur, Depay nutzte das zur erneuten Führung für Lyon. Im Anschluss setzte Nagelsmann alles auf eine Karte. Der Trainer brachte die Stürmer Nelson und Joe Linton, Vogt vergab per Kopfball die dicke Ausgleichschance, 87. Dann traf Joe Linton.